Hallo, ihr lieben Skorpione, und herzlich willkommen in dieser wunderschönen Alles Neue Macht der Mai-Energie. Wir sind jetzt so frei und schauen uns an, was mit dem Rat der Hohepriesterin an Energien und Hinweise für euch so im Mai dazukommen kann, damit ihr so richtig geil in diese Verbindung in euch geht. Um was geht's da? Was darf das sein? Wir schauen uns das an und gehen gleich rein. Bis gleich. Die Schwarmintelligenz von Mutter Erde führt uns jetzt zusammen, die vom selben Ursprung stammen. Ich erkenne meinen Sinn, weiß wieder, wer und was ich bin. An alle Boten des Friedens, jetzt ist die Zeit des neuen Erdeschmiedens. Bringst du deinen Teil mit ein, dann wisse, du bist nicht allein. Folge dem Licht durch die dunkelste Nacht, auf dass der neue Morgen bald erwacht. Du stehst vor einem großen Tor, dein Ego wird leise und weise tritt deine Seele hervor. Du spürst die Verbindung zu allem, was ist, das Gefühl von Zuhause hast du lange vermisst. Hier kommt dein Applaus, verneige dich vor dir und sprich deine Wertschätzung aus. Baum der Seelen, Baum der Ahnen, hörst du ihre Stimmen, wie sie uns ermahnen und flehen, in unser Potenzial zu gehen, aufzuhören, uns zu verstecken und wieder unsere wahre Größe zu entdecken. Jetzt ist unsere Zeit, das Paradies ist ganz und gar nicht weit. Es ist wahr, es ist kein Traum, in dir lebt ein Friedensbaum. Er lässt dich in dein Herzraum schauen, hilft dir, dich zu erkennen, statt vor dir selbst wegzurennen. Zeigt dir, dass du Frieden bist, das Einzige in deinem Leben, was du wirklich vermisst, bist du. Bist es immer gewesen und wirst es immer sein. Hörst du den Ruf? Dann stimm mit mir ein. So schön, ihr lieben Skorpione. Dieses Reading haben wir ein besonderes Geschenk, und nämlich die Schneckchen haben hier ihr Gebäckchen mitgebracht, und zwar in Form von Geschenken, und wollen euch mit Schneckchen 1, Schneckchen 2 und Schneckchen 3, bitte nur eine Karte wählen, zusätzlich eine Botschaft zu dem Reading geben. Unter diesem Motto könnt ihr dann das Reading für euch noch einmal tiefer sehen. Und da hat das Schneckchen jetzt schon gesagt, als Start, komm, räum dein Herz auf und schmeiß den Müll raus. Sehr, sehr schön, weil du genau so wie du bist ein wunderschönes Wesen bist und dich einfach leben darfst. Und genau darum geht es in diesem Reading jetzt auch. Du machst auf und erkennst deine Gaben und darfst dich da drinnen laben und lässt die ganze Welt aber auch dann darin laben und gehst einfach jetzt einen neuen Weg. Wunderschön. Und das schauen wir uns jetzt an. Schneckchen 1, Schneckchen 2, Schneckchen 3. Wenn du Schneckchen 1 gewählt hast, dann kommt als Zusatzsätzchen oder Input, Hilfe, Unterstützungssatz der Schnecke zu diesem Reading: Kopf hoch, sonst fällt noch das Krönchen herunter. Also wir dürfen immer mit erhobenem Kopf gehen, einfach unter diesem Aspekt nochmal das Reading sehen. Ja? Die Krone sitzt am Kopf und empfängt. Die weibliche Energie will durch euch durchstrahlen, herunter in diesen Körper, wo sie aufgefangen wird, wird auch hier Thema, und durch eure männliche Energie in euch getragen wird und dann in die Umsetzung geht. Also wunderschön, diese Einheit in euch, die wird hier klar. Noch ist es noch nicht ganz so da. Ja, deswegen ist es wahrscheinlich, kommen auch diese Hinweise hier, aber das wird jetzt tatsächlich für euch in diesem wunderschönen Mai umgeschiftet. Also wunderbar. Schneckchen Nummer 2, träume deine Träume, Träume werden wahr, so hoch, so weit, so groß du nur kannst, und mach dich so richtig in deinem Feld breit, sag ich einfach dazu. Ja, also träume, lache, feier dein Leben und sei einfach du, wie du bist. Wunderschön. Und vor allem lass deine Träume auch frei. Schneckchen Nummer 3. Auf zu neuen Horizonten. Das Abenteuerleben wartet auf dich. Wunderschöne Lieben. Super. Also, dieser Satz oder diese Info von den Schneckchen begleitet euch jetzt zusätzlich. Um was geht es allgemein bei euch? Um euch geht es allgemein darum, euch mit eurem Stamm, mit eurer Stammesfamilie, und das kann jetzt sowohl irdisch als auch spirituell gemeint sein, also hier geht es wirklich um die Kraft der Ahnen, die herunterkommen darf, die euch in den Fluss begleitet. Das ist auch ein Und-Oder, also gleichzeitig, ja, also es ist
wie auch immer es passt, ja, oder einfach alles zusammen, ja, je nachdem, wo ihr gerade seid, wie ihr das fühlt, was ihr braucht. Genau darum geht es, es ist alles einfach da und ihr habt jetzt die Kraft und dürft euch selbst, und da haben wir wieder die Traumtänzerin auf der Schattenseite noch, ihr dürft euch jetzt selbst bewegen mit Gleichgesinnten nach höheren Streben, nämlich eure Träume auf die Welt zu bringen und wirklich so richtig schönen Frieden für euch erfahren. Und weil das jetzt so kommt, und auch hier der Frieden liegt auch mit diesen ganzen Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Skorpione sind ja sehr, sehr tiefgründig, sehr, sehr bewusst auch und dürfen immer mal wieder diesen Werde- und Sterbeprozess auch im Leben durchleben. Wir anderen auch natürlich, aber ihr habt da so eine ganz, ganz spezielle Tiefe auch drinnen. Ja? Und bei euch sind dieses Licht- und Schattenspielchen ist manchmal, so wie ich das kennengelernt habe, ein bisschen auch stark ausgeprägt mit, wenn es dann nicht so läuft, wie man das möchte, dann kommt halt auch mal der Stachel. Und da dürft ihr jetzt wirklich in diese Achterbewegung so richtig schön eintauchen und diesen Fluss genießen, dass nämlich Licht und Schatten nicht entweder oder ist, sondern Licht und Schatten beides gleichzeitig fließt. Und das dürft ihr jetzt so richtig in euch genießen und Frieden damit finden oder zufrieden sein. Du bist da nicht allein damit, dass man manchmal in eine Situation ankommt, wo man sich denkt, ich will jetzt eigentlich nur mehr zufrieden sein damit. Und dann kommt wieder irgendwas und das könnte einen dann aus der Bahn werfen und dann macht man so ein bisschen die Schotten dicht, sagt man das so? Also man macht einfach mal dicht, weil man das Gefühl hat, es wird zu viel und dabei ist dieses Zufrieden einfach in den Frieden gehen mit dieser Situation, dass alles Wachstum ist. Und durch diesen Frieden, dieses Zufrieden, wir sind nicht zu im Frieden, sondern wir sind einfach im Frieden, im Wachstum und alles darf aufgehen, alles darf neu für euch stehen, alles darf herunterkommen und in dieser Einheit in euch fließen, weil da sehen wir auch, kommen die Gedanken einfach bei der weiblichen Energie, ihr dürft empfangen, ihr dürft wieder aufmachen, ihr dürft wieder genießen, ihr dürft wieder übersprudeln und getragen sein und das wird euch jetzt hier klar und ihr lasst das immer mehr hinein und das ist wunderschön, diese Energie, die da fließt, weil es muss eben nicht mehr ein Gedankenkonstrukt sein, wo man sich dann davor irgendwo aufhält und eben in einen Zustand kommt, wo man eben nicht diesen Frieden mit allem genießt. Und das ist hier auch gezeigt. Das ist ein wunderschönes Bild von Boris Vallejo. Ich liebe es einfach. Und da geht es um die Sirenen. Die Sirenen, die sich einfach küssen. Hier Licht und Schatten, wo alles einfach eins ist. Ein wunderschönes Zusammenspiel, um dein Leben im Endeffekt zu genießen, um in deine Träume zu gehen. Oft haben wir ja, dass wir entweder uns stocken in Visionen holen, ja, dass wir so wie zumachen oben oder nicht in die Umsetzung gehen und hier ist es sowohl als auch dieses lass oben wieder frei, lass dich selber frei, mach dein Herz wieder auf, dank wirklich aus deinen wunderschönen Fantasien, deinen Gedanken auch, wir kommen gleich hin, da ist es nämlich auch, ja, und lass das richtig auf die Erde strömen, ja, also verbind dich da wirklich mit dieser Einheit in dir, damit so alles herauskommen kann, was da nämlich will. Das ist nämlich so die Situation, um die es hier geht, was wird verstärkt, nämlich genau dieses Bewusstsein darüber. Du hast dieses Wissen in dir und manchmal sind eben Licht und Schatten hier noch nicht so vereint, wir haben hier beide Karten liegen, wunderschön, wir haben auch hier beide Labyrinthkarten liegen und da geht es wirklich darum, diese Einheit in dir zu erfahren und nicht nur im Inneren, sondern auch im Außen, also egal in welchen Situationen ihr euch befindet, ihr dürft dieses Spielchen für euch erkennen und beobachten und sehen und nicht nur mehr als der Beobachter im Leben stehen und alles checken, was so rundherum passiert, sondern richtig auch in euch fühlen und euch trauen, wieder mit euch zu vereinigen, damit das einfach alles für euch fließt. Weil was geht hinaus, und das ist ganz schön, dieses Gefühl, dass irgendwas halt immer nicht vollendet ist. Man muss vielleicht irgendwas noch tun dem Fokus gegenüber, man muss vielleicht noch arbeiten daran, man macht sich vielleicht hier noch ein bisschen komplizierter, deswegen liegt hier auch das Labyrinth auf der Lichtseite und der Schattenseite. Die Schattenseite ist aber hier gebündelt mit der männlichen Energie, also du entscheidest wieder aus Fülle und Mangel, ja, mit diesem Spielchen der Polarität. Du sagst dir ganz, ganz klar, okay, mir wird das jetzt klar und ich bewege mich durch inspirierte Handlung vom Nein zu mir, zu Situationen, zu einer Kraft in mir,
ins Ja und damit gehe ich aus diesem Gedankenkarussell auch heraus, atme und habe die männliche Energie damit auch gleich mit ins Boot geholt, die dich dann einfach trägt und für dich eben diese Handlungen hineinholt, weil dir wird hier ganz klar, es ist alles schon da, du musst nicht mehr irgendwas tun, um irgendwas zu vollenden, damit dieses mit dem Fokus funktioniert, sondern der Fokus bist jetzt einzig und alleine du. Und das, was dann noch auf der Schattenseite so ein bisschen mitschwingt, ist, dass da noch eine Angst ist vor deiner Macht der Fantasie, dass da noch eine Angst ist vor deiner Kraft, vor deiner Stärke, vor deiner Lebenssymphonie. Und das ist das, was da schon die ganze Zeit mitgeschwungen ist, dieses, du bist jederzeit immer, immer willkommen und getragen. Lass deine Träume wieder frei, lass dich hier wieder fließen, weil die vergangenen Erfahrungen, die sind vorbei. Und indem, dass du jetzt eben diesen Frieden damit schließt, innerlich wirklich dieses Aufmachen von diesen ganzen Türen, die da vielleicht jetzt sinnbildlich da vielleicht verschlossen waren vor innerlichen Gram, vor Verletzungen, vielleicht auch vor der Angst, etwas falsch zu manifestieren, ja, weil wir kennen ja alle auch diesen Spruch, oder wir kennen alle das Gesetz, die Gedanken sind einfach mächtig und je nachdem, was man sich denkt, kann dann halt eben auch passieren. Und das kann eine unglaubliche Bereicherung sein und das kann auch totale Angst machen und einfach davor behindern, dort weiterzugehen. Und das ist etwas, es ist halt sowohl als auch und ich kenne das auch, ich habe auch, manchmal erwische ich mich dabei, wenn irgendein Gedanke durch mich durchzischt, ja, dass ich Angst dann habe, dass ich das irgendwie, aber das ist vorbei, wir dürfen das einfach abschneiden, wir dürfen einfach sagen, okay, alles klar, weil indem uns das bewusst wird, indem wir das auffangen, wenn es ist, indem wir uns trotzdem vermehrt einfach unserem Ja, unseren Träumen, unseren Visionen hingeben und das wirklich klar machen hier auf dieser Welt und möchtest du da eintauchen mehr, komm ins Pure Mentoring, unten hast du die Infodaten zu mir in der Infobox, die Daten zu mir in der Infobox, mach dir einen Findungs- und Verbindungscall mit mir klar, wo wir wirklich schauen, wo du stehst und wo du hin möchtest, weil das ist klar, wir sind nicht mehr hier, um das alleine durchstehen zu müssen. Ja, auch das ist bei euch Skorpione immer wieder so ein Thema, das ist, ich muss es alleine schaffen. Ja, nicht nur ihr, es gibt andere Sternzeichen, wir haben das überhaupt im globalen Netz, aber es gibt so ein paar Ausreißer, auch die Steinböcke, auch die Jungfrauen zum Beispiel, ja, die ganz, ganz stark glauben, sie müssen das jetzt alleine machen. Und noch einmal mehr sage ich es da auch dazu, bei euch, es geht nicht mehr ums Alleine. Es geht wirklich darum, auch in der Gruppe nicht mehr für die anderen nur da zu sein, sondern sich selbst auch richtig zu erlauben, man selbst zu sein und auch annehmen zu dürfen. Nicht nur zu geben, sondern wirklich auch annehmen zu dürfen und man selber sein und hier seine Visionen, seine Träume, seine Fantasie wirklich leben zu dürfen. Atme dich hier frei und das ist schon wieder der bewusste Prozess und das ist wunderschön, weil alles das, was ich gesagt habe, das weißt du im Grunde auch. Es geht aber hier jetzt nicht ums Wissen nur, sondern um dieses Spüren tief in dir, in deinem Herzen, in deinem Bauch, wo auch immer, atme das hier runter, dass es vom Verstand sich da unten verbindet und da unten so richtig fließt. Und das ist etwas, das weißt du und das ist etwas, was du genießt und da kommt, das ist immer so ein bisschen ein Spielchen, habe ich so das Gefühl. Ja? Das ist dir klar, du gehst dort weiter und dann kommt ein bisschen die Angst und diese Angst davor ist aber deine größte Macht und Stärke, weil es sagt einfach auch ganz viel aus über dich, weil du hier achtsam damit bist. Also du bist achtsam, du willst niemanden verletzen. Geh wieder in diese wunderschöne Liebesenergie und trau dich wieder deine Visionen, deine Träume frei zu leben. Und wir sind alle schon hingefallen und wir haben alle schon umgeschachtelt und sind alle schon wieder aufgestanden. Das ist einfach so. Ja, wir dürfen uns wieder daran erinnern, wie Kinder das machen, die hinfallen, aufstehen, bis sie das Ziel erreicht haben und nicht dazwischen aufgeben. Ja, darum geht's. Und das können wir und das kannst du auch. Und alle Glaubenssätze, die dich da noch in deiner Leidenschaft hindern, die gehen jetzt auf, weil du folgst jetzt deinem Herzen, du folgst jetzt deinem Weg und gehst aus dieser schmerzhaften Seelenenergie, nämlich die Schattenseite von dem in sich trägt, ja, in der gehst du raus, indem du die goldenen Richtung, deinen goldenen Kompass folgst. Und das ist das Fundament als nächster Schritt, was jetzt gemacht wird. Du richtest dich einfach mit dir auf deinen Fokus in dir, auf deine Wünsche, auf deine Bedürftigkeiten
auf deine Bedürfnisse, nicht Bedürftigkeiten, entschuldigt Leute, auf deine Bedürfnisse aus. Und wenn da noch Bedürftigkeiten sind, dann holst du die einfach in dir raus und hast dich einfach lieb. Ja? Und den anderen Müll, den gibst du da raus. Das sagt das Schneckchen auch hier. Du machst jetzt einfach frei, richtest dein Krönchen und bist jetzt nicht mehr nur dabei, sondern mittendrin, nicht auch dabei, sondern mittendrin und in deinem Leben voll dabei. Ja, du beobachtest nicht mehr, sondern erschaffst dir jetzt dieses Fundament neu. Und das passiert einfach, weil es fließt. Ja, und weil du hier das Ziel und die Leidenschaft jetzt in dein Weitergehen, das sagt auch der Rat der Hohepriesterin hier, mit deinem Weitergehen hier genießt. Also auch hier steht die Vollendung. Du gehst einfach weiter und damit windet sich alles hier heraus. Es wird dir klar, es gehen Ängste heraus und deine Ziele werden sich im Weg finden, weil sie einfach deiner Leidenschaft entsprechen und deiner Passion. Ihr Lieben, wunderschön. Ich wünsche euch jetzt wunderbares Fließen, wunderbares Ankommen in euch. Wenn ihr euch verbinden wollt, wenn ihr Unterstützung wollt, wenn ihr einfach im Jahr bei euch stehen wollt und bleiben wollt und diese Wunder für euch ins Leben hineinziehen wollt, bei mir passieren ja auch so wunderschöne Wunder. Ich kann euch das gar nicht alles in Worte fassen. Wir werden das auch wieder, immer wieder bei den Workshops jetzt immer am ersten Sonntag des Monats sehen wir uns und zwar nicht mehr nur auf YouTube so, sondern auch im Zoom. Ja, ihr kommt dann einfach mit dazu, die mögen. Und da freue ich mich schon sehr darauf, euch auch einfach einmal näher kennenzulernen, anders kennenzulernen. Und da wird es halt einfach wirklich ganz viel darum gehen. Unten in der Infobox hast du alle Daten zu mir. Wenn du ins Pure Mentoring kommst, wenn du die ganze Zeit schon jemanden gesucht hast, der dich da begleitet und du dich von mir angezogen fühlst, dann bitte sag ja zu dir, komm zu mir und mach dir diesen Call mit mir klar und wir schauen dann, ob das fließt zwischen uns und wie ich dich da einfach optimal begleiten kann. Sodala, dann einen guten Start, gutes Ankommen und einen wunderschönen Sonntag und wunderschönen Muttertag natürlich auch für alle, die einen Muttertag feiern. Es geht einfach nur ums Feiern, ums Genießen, um einfach sich dastehen lassen und auch wenn man als Mutter fließt auf dieser Welt, einfach zu genießen, dass man hier ein wunderschönes Wunder oder mehrere Wunder erschaffen hat. Bis dann, ihr Lieben. Baba. Für das Leben zu sein, spring mit deinem vollen Potenzial hinein. Deinem Friedensbaum wachsen Millionen neuer Triebe. Du bist die unbesiegbare Liebe. Wach auf und lebe. Es wird Zeit. Bist du bereit, dass ein Paradies hier werde und der Friede erwache in einer erneuerten Welt?